Oh, wir haben einen heiligen Benedikt Fingerknochen geschickt bekommen. Ein Relikt. Das müsste ja dann hier irgendwo abgelegt werden bei uns. Ist das schon da? Alraune, Gedärme, Quecksilber, Gold, Zinn. Oh, da ist er. Dieser kleine Knochen soll von einem großen Heiligen stammen. Perfekt. Was machen wir mit dem? Keine Ahnung. Er hat jetzt auch keine Vorteile hier wie die eiserne Krone. Die ist schon stark. Meinung der Vasallen plus 10. Wahnsinn. Keine Ahnung, die hat er schon gehabt, als wir übernommen haben. Hier haben wir monatliches Prestige. Nicht so wirklich gut. So. Wir haben noch einen Gefangenen, um den wir uns kümmern wollen. Und zwar den Manfred. Ja, lieber Manfred. Was machen wir mit dir? Hinrichten? Verbannen? Nö, verbannen wäre zu einfach. Ablegen der Gelübde befehlen? Zu einfach. Wir könnten ihn verheiraten. Mag keiner. Exkommunizieren könnten wir ihn. Oder foltern, verstümmeln, demütigen. Bisher haben wir verstümmeln gewählt. Vielleicht sollten wir mal foltern. Manfred bekommt gefoltert. Aber das ist ja auch, der hat ja dann keine bleibenden Schäden. Denke ich mal. Wir probieren es mal. Bei Verstümmeln nehmen sie dann immer noch ein Geschenk von uns mit. Also, oder lassen uns eins da, wie zum Beispiel einen Arm oder ein Bein oder die Augen. Und bei Foltern wird ihm wahrscheinlich nichts passieren. Manfred wurde ein Kübel voller Ratten vor die Brust geschnallt. Und diese wurde dann mit glühenden Kohlen erhitzt. Zum Glück wurde der Kübel entfernt, bevor sich die Ratten durch ihn hindurchnagten. Den Schreien von Manfred nachzuurteilen, hat er die Lektion wohl gelernt. Er sollte froh sein, noch am Leben zu sein. Was hat er jetzt bekommen? Gestresst hat er bekommen. Und gefoltert, aber das läuft aus. Okay. Gebrochener Geist. Der ist fertig. Jep. Der ist fertig. Ich bin über die Bibel gebeugt und versuche eine besonders kryptische Passage zu deuten, als ein kaum zu vernehmendes Klopfen an der Tür meine Konzentration stört. Ich bitte meinen Besucher einzutreten. Zu meiner Überraschung lugt das fahle Gesicht von Klein Otto durch den Türspalt hervor. Vater, warum versteckst du dich? Ich hab dich vermisst. Ach, wir sind ja noch beim Buße machen, okay. Wir lesen die Bibel gemeinsam. Setz dich auf meinen Schoß. Können wir ja miteinander lesen dann. Ich las Otto eine meiner Lieblingsstellen aus dem Werk Die Bibel vor, doch stellte bald fest, dass er kein Interesse an den heiligen Worten hatte. Danach gelang es mir nicht, meinen Sohn in ein Gespräch über den Abschnitt zu verwickeln, also gestand ich mir ein, dass ich versagt hatte und schickte ihn davon. Oh, der könnte jetzt dümmlich werden. Glück gehabt. So, für den letzten Aufstieg brauchen wir 2000 Hingabe. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Heiliger Benedikt, ich weiß, du warst ein Vorbild der Mäßigung, aber ich kann meinen Appetit nicht zügeln. Während der Buße soll ich einfache Nahrung in kleinen Portionen zu mir nehmen, aber ich werde schwach. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn mein Magen dermaßen knurrt. Nehmen wir doch, haben wir 65%ige Chance, dass es klappt. Ich wartete bis Mitternacht, bevor ich mich in den Küchenbereich schlich. Dort fand ich in einer der Vorratskammern eine meiner Lieblingssüßigkeiten. Nach Tagen auf einer trostlosen Diät schmeckte das wie die köstlichste Speise, die ich je hatte. Mein Appetit ist fürs Erste gestillt und niemand hat etwas bemerkt. Perfekt. Also hier haben wir echt einen Run gerade momentan. Wenn auch einen langweiligen.
So, unser Burgstädtchen wurde in Wittelsbach gebaut. Hier sind wir fertig. Das heißt, wir können unserem Berater wieder ordentliche Aufgaben zuteilen. Beziehungsweise, was magst du eigentlich? Du führst immer noch die Truppen an. Ist doch Quatsch. Können wir hier nochmal was bauen? Vielleicht krankenhausmäßig. Krankheitswiderstand. Prestige. Ich würde gern meine Aufgebotsgröße vergrößern. Hier wird überall gebaut. Steuereinnahmen, das machen wir als nächstes. Übungsplätze sind nicht verkehrt. Wir nehmen mal die Steuereinnahmen. Ist eigentlich hier noch, der Krieg ist immer noch hier, der Heilige Kreuzzug. Minus 77, ja, ich denke mal, das war's. Da kommen die nicht mehr weiter. Unser Gefolge wird immer noch komplett verstärkt, das passt. Unser Gefolge wird immer noch verstärkt. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, bla bla bla. Gott hat mir das Licht gezeigt. Okay, läuft. Können wir denn hier vielleicht irgendwo schon mal ein bisschen Krieg anfangen, damit es nicht ganz so langweilig wird? Vielleicht hier in Polen oder so. Unser Berater ist gestorben. Haben wir hier jemanden? Da könnten wir jetzt den Erzbischof von Frankfurt nehmen. Von Franken. Einfach weil uns der nicht leiden kann. Wenn wir dir noch ein bisschen Geld geben. Jetzt kann er uns besser leiden. Dann Verlobte können heiraten. Unsere Tochter mit dem König von Bulgarien. Yep. Und können wir vielleicht irgendwas mit Polen machen? Tributpflicht herstellen. Großpolen könnten wir beanspruchen für Graf Johann von Lüneburg. Aber das ist kein Vasall von Okemen. Da spielt der Rat wieder nicht mit. Da spielt der Rat nicht mit. Können wir hier vielleicht... Kriegserklärung können wir nicht ändern. Haben wir vielleicht Frankreich? Die haben uns ja ordentlich gepiesackt. Oh, haben die gerade auch einen Krieg oder so? Ja, die verteidigen gegen die französische Revolte. Können wir denn dir vielleicht auch gleich noch... Heiliger Krieg! Oh, ist aber kleiner. Ah, das ist fast zu klein und da haben wir wieder Frankreich noch dazwischen. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Die Lombardei. Können wir nur Tributpflicht herstellen. Und die Toskana. Können wir auch nur Tributpflicht herstellen. Wir müssen hier einen Anspruch fingieren. Bayern ist hier unten. Was macht denn Bayern hier unten? Sehr seltsam. So, wir können wieder um Rat fragen. Machen wir doch gleich. Wir haben wieder eine gefährliche Fraktion. Die haben wir alle schon geschmiert.
So. Das ging in die Hose. Hat nicht geklappt. Bayern, was macht denn Bayern hier unten? König Louis der Drache. Kreuzzug ist fehlgeschlagen. Ja, das war abzusehen. Ungarn. Für unseren König. Moment. So, wir machen Fortschritte. Wir können Ungarn angreifen. Für unseren Vasall. Für den König Adalhard der Schwarze. Oder für Graf. Nee, der ist ja gar nicht unser Vasall, oder? Doch, König von Bayern. Ach, König von Bayern. Bayern ist ja, gehört ja offenbar gar nicht zu unserem Reich. Sind alle hier drüben. Schade. Okay, wir haben jetzt fast wieder eine Stunde. Und das heißt, ich werde jetzt mal eine Pause machen, beziehungsweise ja, das Let's Play hier wahrscheinlich beenden. So viel rührt sich hier nicht mehr. Ich würde gern wieder noch eins anfangen. Vielleicht, wo wir von Anfang an dann in den jeweiligen Zirkel kommen, jetzt Kinder Luzifers oder die Hermetische Gesellschaft, um hier mal etwas, die Geschichte durchzuspielen. Werden wir aber nicht mehr heute machen, denke ich mal. Vielleicht dann nächstes Wochenende wieder. So, schauen wir mal, ob da noch was kommt. Verlieren Geld, okay. Oh, da hustet mir ja wieder jemand in den Hörer. Die Sophie von Wittelsbach. Wer bist du denn? Meine Nichte. So, wir haben wieder Fortschritte gemacht. Verlobte können heiraten. Okay. Ja, wir müssen uns jetzt quasi ein bisschen der Ausbreitung widmen, indem wir Ansprüche fingieren und so weiter. Können wir vielleicht hier oben in Schweden... Sind doch irgendwie die Ungläubigen. Können wir denn euch, König von Schweden, den Krieg erklären? Ne. Die gehören alle nicht zu uns. Schade. Ich glaube, bei den hier im Norden, wenn man hier im Norden spielt, kann man allen anderen immer einfach so den Krieg erklären, ohne Ansprüche. So, jetzt bist du aber jetzt mal bald fertig mit deiner Buse. Kaiser Stefan, wir werden von einer Piratenplage heimgesucht, die Gerüchten zufolge von euch unterstützt wird. Was? Wer bist du denn? Bulgarien? Wir haben doch unsere Tochter zu dir nach unten verheiratet. Nee, haben wir nicht. Wir sollen den Papst angreifen, aber das können wir doch auch nicht ohne Kriegsgrund, oder? Dem können wir gar nicht den Krieg erklären. Wieso können wir denn denen nicht den Krieg erklären? Kaiser Stefan muss zur Kriegserklärung. Ach so, da müssen wir erst wieder einen Kriegsgrund fabrizieren und mit unserem aktuellen Kanzler, wobei der hat 17, haben wir eine, jetzt dachte ich schon 51%, nee, haben wir eine 16%ige Chance, dass wir hier einen Anspruch fingieren. Hat der irgendwelche Verbündete? Der hat Verteidigungspakt. Wow, okay. Mit Ungarn. Deute ich das hier richtig? Ui, Ungarn ist ja auch noch hier unten. Diplomatie, Pakte, König von Ungarn. Verteidigungspakt. Ach, Verteidigungspakt ist das gegen König Karolü den Dritten. Das heißt aber nicht, dass er, wenn wir ihn angreifen, dann mitverteidigt wahrscheinlich. So, jetzt sind wir immer noch nicht fertig mit der Buse. Wahnsinn, oder? Hier Ungarn, hier oben,
Hier noch ein bisschen was und hier unten in Italien. Ganz komisch. Schauen uns mal die Karte ein bisschen von oben an. Ein richtiger Flickenteppich hier. Lauter so kleine Flicken hier. Schweden ist riesig groß hier. Ja, wir sind da schon einer von den größeren hier. Ja. Wir haben da zwar nicht selbst den großen Verdienst dann, aber wir haben es gehalten bisher. So, ja, ihr ehrt mich. Wir haben bekommen wieder 200 Hingabe. Wir haben 300, 383. Ist halt nichts jetzt. Jetzt können wir den heiligen Asketen einladen. Das machen wir noch, bevor ich hier das Let's Play beende. Mal schauen, was der heilige Askete macht. So, die Nonne Heike ist endlich an meinem Hof eingetroffen. Heike ist ein sehr nobler, weiser Mensch und ich werde mir gern ihren Rat zu Belangen der Religion und der Gelehrsamkeit einholen. Okay, es ist einfach nur eine nicht mal sonderlich gute Nonne. Elf in Bildung. Theologin, Nonne, Zölibat, ja. Können wir denn die verführen? Ne. Ach, wenn wir... Ah, wenn, das machen wir noch kurz. Was? Venedig hat aber... Venedig habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Mit Venedig habe ich schon... Das sieht so klein aus hier. Das ist so ein Mini-Ding. Aber... Wenn ich die angreife, dann kaufen die sämtliche Söldner auf, weil die so schweineviel Geld haben. Und dann kaufen die sämtliche Söldner auf und dann, ja, die haben 15.000. Angeworben 7.900. Ja, wobei, das müssen wir eigentlich auch schaffen. Das machen wir auch noch, ja. Können wir denn die? Die können wir ja wieder nicht. Für wen? Können wir immer wieder nur Tributpflicht herstellen, können wir nicht angreifen. Was wollte ich denn jetzt gerade eben machen? Verdammt. Ah, wir wollten die eine Heilige verführen. Aber da müssen wir wieder... Wo ist denn... Ich würde gern meine Keuschheit wieder aufheben. Abschwören, okay. Die Qual ist zu Ende und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Kollegin wieder finden, die gerade eben hier war. Die Heike war das, oder? Ja, die Heike war das und die Heike, die verführen wir jetzt noch schnell. Ich soll mir immer hier die Länder anschauen, ich will doch jetzt verführen. Oh, können wir nicht. Ach, sie hat die Eigenschaft Zölibat, deswegen können wir sie nicht verführen. Blöde Heike, Mensch. Griechenland? Ey, da unten ist auch noch Ungarn. Hey, das, ist das hier Griechenland oder? Venedig? Okay. Wo ist denn hier Griechenland? Byzantinisches Reich. Ich sehe es nicht. Zypern, ist das hier Griechenland? Königreich Zypern, ne? Hier vielleicht? Ne, Venedig? Hellas? Griechenland existiert nicht mehr, offenbar. Ist ja verrückt. Dass das hier alles so zerstückelt, schon seltsam. Und jetzt sehe ich hier wieder nichts. Was haben wir denn hier? Ungarn. Ungarn können wir nicht angreifen, oder? Da haben wir vorhin schon geschaut. Oder war das Polen? Ungarn, ja, Ungarn können wir nicht. Und unser Kanzler, der kriegt ja auch nichts auf die Reihe. 16%.
Wir lassen noch ein bisschen laufen. Tu mich jetzt richtig ein bisschen schwer, hier wieder das Spiel zu beenden. Immer wieder meint man, jetzt könnte noch was passieren, vielleicht. So, ihr erhaltet Bericht über ein Schiff, das gerade in Bornholm eingetroffen ist. An Bord des Schiffs mit dem Namen Gott Sturm arbeitet Heinrich der Teufel der See als Schiffarzt. Ah, okay. Jojo, den nehmen wir. So, kleine Spende. Keine Spende. Wen haben wir denn hier? Der Deutsche Orden. Was ist das denn? Können wir nicht. Ein letztes Sommerfest vielleicht noch. Jetzt wird es nochmal interessant. Zerrissene Kissen, kaputte Möbel, zerbrochene Vasen. Meine Ehe mit Juan hat sich in ein nicht enden wollendes Martyrium aus erbitterten Streits und heftigen Auseinandersetzungen verwandelt. Grund genug, deprimiert zu sein, aber Sir Hilda hat nun vorgeschlagen, dass wir uns für ein paar Tage aufs Land zurückziehen und uns sorglos an Romantik und Leidenschaft hingehen. Was für eine umwerfende Idee. Klar, die kann uns doch nicht leiden. Wieso kann uns die denn? Ach, das ist unsere Liebhaberin. Die kann uns natürlich leiden. Unsere Ehefrau hingegen weniger. Egal. Wir machen uns auf den Weg. Können wir den England angreifen vielleicht? Auch nicht. Viele Interaktionsmöglichkeiten haben wir nicht. Ich dachte, hier hätten wir vielleicht noch Selbstmord oder so, damit wir unseren Sohn auf den Thron noch bringen. Der ist jetzt 15. Den warten wir jetzt noch ab. Der wird am 12. März nächsten Jahres wird der dann 16. Und da warten wir jetzt noch ab, bis der volljährig wird. Und dann war es das hier für den DLC. Ich fand den jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vom Umfang her nicht ganz so groß wie, wie gewünscht vielleicht. Die vier Gesellschaften sind jetzt nicht schlecht, wobei jetzt wirklich nur die zwei interessant sind. Ich glaube ja, dass im Osten und im Norden, dass es da noch andere Gesellschaften gibt. Da müsste ich dann nochmal schauen, die ja andere Verwendungen haben und die man dann nutzen kann. Das heißt, das ist dann abhängig, wo man ansässig ist, welche Gesellschaften man beitreten kann. So, gemeinsames Gebet. Ist jemand eingeschlafen? Ja, den lassen wir schlafen. Fängt zu schnarchen an. Okay. Genau, ansonsten gab es ja noch die Bugfixes. Was ich gut finde, ist hier bei den Gefangenen, dass wir hier mehrfach Sachen machen können, dass wir hier zum Beispiel nicht mehr das Lösegeld dann, wenn wir das mal machen, für jeden Einzelnen beantragen müssen, sondern die ticken wir einfach nur an und klicken hier dann Gefangene für Lösegeld freilassen und dann klappt es auch ohne Probleme und wir müssen nicht bei jedem Einzelnen das machen. Was gibt sonst? Das Inventar ist jetzt nicht wirklich irgendwie gut. Da habe ich aber schon gelesen, das soll noch um einiges ausgebaut werden. Den einzigen Vorteil, den wir jetzt hier hatten, war mit der Krone der Lombardei, die uns nochmal Punkte gegeben hat. Aber die anderen Sachen, die Ingredienzien und so weiter, die kann man ja in die Tonne treten. Das ist, macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ja, und ansonsten, was hatten wir sonst noch? Hier, das finde ich auch super, dass man die jetzt priorisieren kann.
und die nach oben setzen kann und dass die auch Meldungen geben, wenn möglich zum Ausführen möglich sind. Einwandfrei, schöne Überarbeitung, aber ja gut, dafür müssen wir jetzt kein DLC verkaufen. Gut. Theologiefokus sollen wir wählen. Aber, wir sind doch Verführer. Machen wir noch schnell. So. Jetzt müsste auch bald dann unser Sohn 16 werden. Hier ist wieder jemand sauer. Der Gottfried Reginar. Wann war das? Im März, oder? Ja. Gibt es noch eine fette Geburtstagsparty? So, Marschall kriegt noch Geld für ein neues Projekt. Na klar. Wie viel nehmen wir denn ein momentan? Wow, 60! So, die verwalterische Lehrzeit von Klein Otto ist abgeschlossen und das mit ausgezeichneten Resultaten. Karrierekaufmann. Ui. Ist leicht zufriedenzustellen und offenbar frei von Ehrgeiz. Wohltätig. Zufrieden. So, einen Erben heranziehen. Unsere Ambition haben wir erfüllt. Ja, und jetzt hätten wir eigentlich nur noch die Ambition, Garant der Reichsentwicklung, 5 Jahre den Frieden wahren. So, dann schauen wir uns noch unseren Erben an. Ein kräftiger Vollbart, schön schwarz und dunkel. Er ist ein Karrierekaufmann. Er lispelt leider noch immer. Er ist der legitimierte Bastard. Er ist zynisch geworden. Er ist zornig geworden. Und er ist zufrieden. Passt das denn zusammen? Ein zorniger Zufriedener. Er hat Kriegskunst 11 und Verwaltung 10, was nicht schlecht ist. Er hat Bildung sogar 10, das heißt, mit ihm könnte man dann wieder in den hermetischen Orden, hermetische Gesellschaft. Ja. Okay, ich denke mal, das war's jetzt. Ich beende das jetzt. Es sind jetzt einige Folgen gewesen, die wir gemacht haben. Haben relativ viel erlebt, viel Quatsch auch erlebt, viel Pech gehabt. Aber haben uns ein bisschen so durchgewurschtelt. Und ich bleibe Crusader Kings ja treu. Da gibt es ja immer wieder mal was zu entdecken und neu zu machen. Von daher werden wir uns da gewiss mal wiedersehen. Und ja, nächste Woche vielleicht werde ich wieder streamen. Eventuell dann mit Stellaris. Da kommt ja demnächst auch bald ein DLC raus. Oder vielleicht gleich nochmal eine Runde Crusader Kings hinterher. Okay, dann beende ich jetzt die Aufnahme. Ich danke schön fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat gefallen. Und vielleicht abonniert ihr ja den Kanal und bleibt mir treu. Schaut euch auch noch die anderen Videos an. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.